Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute schauen wir uns an, dass wir Verkrampfungen lösen. Vielleicht hast du Themen mit Krämpfen im Muskelbereich, im muskulären Bereich, Verspannungen auch auf der Wirbelsäule entlang oder auch das Gefühl, dass teilweise irgendetwas in deinem Körper sich zusammenzieht, krampft und einfach etwas festhält, wo du nicht weißt, wie du das loskriegst. Also die heutige Reise geht wirklich um dieses Krampflösen, um dieses Verkrampfungen lösen. Das, was in dir krampft und verkrampft ist. Wir werden das den Körper entlang machen bei dieser Meditation. Also du kannst es als Körperreise verwenden, aber natürlich auch emotional, wenn du das Gefühl hast, du hängst da irgendwo in etwas Altem drinnen. Dann lade ich dich gleich mal ein. Schließ mal bitte deine Augen. Und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug entspannst du dich immer mehr und mehr, wirst immer ruhiger und ruhiger. Und erlaubst jetzt mal dein Energiefeld zu erden. Erlaube dir mal dein Energiefeld zu erden. Das bedeutet, dort wo du sitzt oder liegst, sammelt sich dein Bewusstsein. Dort wo du sitzt oder liegst, sammelt sich dein Bewusstsein. Alle Gedanken und alle Aufregungen fließen von dir ab. Und du spürst, dass du ruhiger und entspannter wirst. Und du spürst, dass Anstrengungen von dir abfließen. Und nun erlaube dir mal, noch bewusster ins Hier und Jetzt zu kommen, also absolut in einen Fokus, in einen Brennpunkt, in die Gegenwart hinein. Und dieser Fokus, dieser Bewusstheitsstrahl ist wie eine innere Taschenlampe. Und mit dieser inneren Taschenlampe, diesem Fokus, diesem Lichtstrahl, den kannst du jetzt dorthin richten, wo Dinge in dir verkrampft sind. Also kannst diesen Bewusstheitsstrahl dorthin richten, wo Dinge in dir verkrampft sind. Du kannst deinen Körper durchleuchten, als würdest du mit einer Taschenlampe leuchten. Und geh einfach mal dorthin, wo du das Gefühl hast, jetzt am meisten verspannt, verkrampft zu sein. Und nimm diesen Bereich mal wahr. Und schau dir mal an, warum dieser Bereich so unter Spannung steht. Wie fühlt sich denn dieser Bereich an? Ist er eher härter, weicher, kühl oder heiß? Oder ist es eine Mischung? Ist da Stress drinnen? Erlaube dir einfach mal jetzt diese Körper, diesen Teil deines Körpers wahrzunehmen, ob das jetzt innerlich ist oder äußerlich. Und wenn dir körperlich nichts einfällt, dann kannst du natürlich auch zu etwas Emotionalem gehen, das du festhältst. Und nun bitte mal diese Taschenlampe, dieses helle Licht, dieses göttliche Licht,
Heilung dorthin fließen zu lassen, wo etwas verkrampft ist. Durch dieses göttliche Bewusstsein, deinen Fokus, fließt Heilungsenergie genau in den Körperteil, wo du Heilung benötigst. Ob das jetzt eher Unterkörper ist oder Oberkörper, sind ja die Beine oder Arme, ob es die Wirbelsäule ist, dein Kopf ist, ganz egal, dort, wo der Lichtkegel deines Bewusstseins hinscheint, da fließt auch Heilung. Und du musst gar nicht speziell wissen, was da jetzt reinfließt. Nur das Bewusstsein alleine heilt, entkrampft diese Bereiche. Und spür einfach mal, was sich da verändert, wie durch dieses Licht automatisch Veränderung ins Gewebe fließt, in deine Muskulatur, in deine Sehnen. Und spüre mal diese tiefe Heilung und tiefe Entspannung. Und erlaube auch, dass diese Entspannung in jede Muskelfaser, in jedes Molekül einfließen kann. Du kannst dir vorstellen, dass das am dichtesten zusammengepresste Teil, der am dichtesten zusammengekrampfte Teil, jetzt von diesem Licht der Taschenlampe bestrahlt wird, beleuchtet wird und so sich öffnet. Es ist der am dichtesten zusammengekrampfte Teil. Und der öffnet sich. Und in dieser Öffnung, in diesem Weichwerden, spürst du auch den tiefen Druck und Stress, der da gespeichert ist, in diesem Körperteil, in diesem Organ. Und dieser Stress wird jetzt abgesaugt und transformiert, sodass reine Lebenskraft und Lebensenergie durch dein System fließen kann. Und du spürst, wie dein Bewusstsein dich immer mehr stärkt und stabilisiert. Und du wirst immer klarer und immer weiter. Und du erlaubst dir jetzt, zu deinem Körperteil, dem Teil, das verkrampft ist, also oder verkrampft war, wo du im Körperlichen jetzt bist, ein energetisches Doppel zu finden. Also wenn du körperlich einen Muskel oder ein Organ oder eine Wirbelsäule bearbeitet hast, dann bitte jetzt um
den Zugang zur energetischen Wirbelsäule oder zum energetischen Organ, zum energetischen Muskel. Und wenn du im Emotionalen, im Feinstofflichen gearbeitet hast, dann bitte jetzt um Zugang zum körperlichen Pendant, zur körperlichen Entsprechung deines Gefühls, deines Gedankens, deines Festhaltens. Und wenn du jetzt die energetische oder körperliche Entsprechung wahrnimmst, die siehst du da vor dir, du siehst, deine Taschenlampe ist jetzt noch auf den einen Pol gerichtet und vor dir erscheint jetzt das energetische Pendant oder das körperliche Pendant. Und diese Entsprechung wird nun auch bearbeitet. Dein Bewusstsein ist auf dem einen Pol und auf dem anderen Pol arbeitet nun dein Seelenlicht an Heilung, an Ausgleich und an Erfüllung. Heilung, Ausgleich, Erfüllung, Zufriedenheit und Würde. Heilung, Ausgleich, Erfüllung, Zufriedenheit und Würde. Erlaube dir jetzt, dieses wundervolle Zusammenspiel von deinem Bewusstsein auf dem einen Pol und deinem Seelenlicht auf dem anderen Pol wahrzunehmen. Und nun erlaube, dass sich diese beiden Pole vereinigen, dein geheiltes energetisches Licht vereinigt sich jetzt mit deinem Körper. Also das Organ, das Muskelgewebe, egal an was du gearbeitet hast, vereint sich nun mit dem geheilten energetischen Bild. Und in dieser Vereinigung spürst auch du die tiefe Erlösung, den tiefen Frieden. Und du erlaubst dir jetzt, diese Kraft wahrzunehmen. Um tief in die Erde hinein zu graben. Das heißt, alles Verspannte, alles Verkrampfte fließt ab. Und du spürst, wie in dir ein absolut geheiltes Gesamtes entsteht. In dir entsteht ein absolut geheiltes Gesamtes. Atme nun tief ein. Und wieder aus. Und fühl mal rein, wie es dir geht. Und spür die tiefe Transformation, die tiefe Würde.
und erlaube dir nun, die Heilung und den Frieden ganz zu manifestieren, absolut in dir diese Entspannung zu manifestieren. Atme tief ein und wieder aus. Spür nochmal dein fokussiertes Licht in dir. Und dieses Licht in dir strahlt jetzt auch in dein Umfeld, dein Energiefeld, reinigt es von alten Anspannungen. Und du spürst, wie du freier, klarer und entspannter bist. Und du spürst, dass sich die Heilung jetzt manifestiert hat. Absolute Entspannung. Tiefer innerer Frieden und Zufriedenheit. Atme tief ein und wieder aus. Bedank dich bei deinem inneren Licht, deinem göttlichen Bewusstsein, deinem Seelenlicht und natürlich auch deinem Körper. Und erlaube dir, diese Entspannung mit in dein Alltagsbewusstsein zu nehmen. Beweg mal deinen Körper, streck dich durch, beweg deine Arme und Beine. Und komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und fühl dich frei und entspannt. Und wenn du dich gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir gegangen? Schreib es mir gerne in die Kommentare rein und wie immer lass mir einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder, entweder bei einem Einzeltermin oder auch bei einem Workshop bei mir in Linz und ja, hab eine gute Zeit. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Ereni. Tschüss.